Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Ultimate Trial. Es geht wieder weiter in dem krassen Zelda-Hack hier. Im letzten Part sind wir wieder hemmungslos gestorben. Zweimal an der Zahl. Sind mittlerweile aber schon ein bisschen stärker geworden, haben jetzt 5 Herzcontainer. Und ich bin guter Dinge, dass wir heute mal das Ding hier schaffen. Dass wir das endlich mal wuppen. Ich bin guter Dinge. Ich hoffe, dass gerade das Schicksal spielt halt mit. Dementsprechend, wir werden jetzt gleich mal rüber switchen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir Glück haben. So. Schauen wir mal. Komm, mittel oder leicht? Mittel zumindest, okay. Immerhin. Immerhin mittel. Bedeutet, wir haben nur doppelten Schaden, den wir erhalten. Leute, ich bin guter Dinge. Wir haben 5 Herzcontainer, wir haben den normalen Schaden und ich darf wieder anvisieren. Strafe ist, ich darf das Schild nicht benutzen. Was bedeutet, ich darf nicht blocken. Aber ich bin eh nicht so der Typ, der blockt. Dementsprechend denke ich, wir sollten das auf die Ketten kriegen. Ich werde mich heute mal richtig konzentrieren. Und wenn ich richtig meine, dann meine ich richtig. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Dementsprechend, warum soll ich mich hetzen? Okay, warte mal, komme ich da ran? Jo, geil. Heute bin ich echt guter Dinge. Wir werden das Ding heute wuppen und die erste Prüfung abschließen, sodass ihr auch mal was Neues sehen könnt. Ich spüre das ganz tief in meinem Inneren, dass wir das heute schaffen. Oh Gott. Hoffentlich bereue ich diese Aussage nicht. Okay, wo ist er? Hä, wo ist er hin? Oh Gott. Und tschüssi, mein Freund. Okay, das ist auch eine ganz easy Geschichte hier. So, den visieren wir gleich an und hauen den weg. Easy. Perfekt. So muss das. Genauso wie der hier. Und tschüssi. Nein! Tschüssi, mein Freund. Hallo? Hallo? So, tschüssi. Ja, kein Schild benutzen ist eine Strafe. Die ist, glaube ich, wirklich vertretbar, sag ich mal. Ist schon wirklich eine der weniger relevanten Strafen. Gott sei Dank. Aber nicht anvisieren, ist echt heftig. Musste ich echt feststellen im letzten Part. Dementsprechend, ich bin echt froh, dass diese... Oh shit. Mann, konzentrier dich doch. Laber doch nicht so viel. Mann. Das ist echt mal die Chance, dass es ein guter Run wird und ich laber hier und lass mich von so einem komischen Vieh treffen. Okay. Aber alle Chancen stehen noch offen, Leute. Wir haben auch noch alle unsere Deko-Nüsse. So, zack. Oh Gott. Ha, er backt. Er backt einen Kuchen. So. Okay. Oh oh. Ah, ja, die Zyklopen, die sind auch gefährlich. Also da kann man sich, glaube ich, auch schnell mal treffen lassen. So. Perfekt. Ey, das läuft gut. Leute, ich spür's. Das wird der Run. So. Wir machen heute keine Gefangenen. Und tschüss. Perfekt. Sehr schön. Okay.
Das ist aber auch halt so einer der einfachsten Gegner, ne? Ich weiß nicht. Die Runden davor finde ich anspruchsvoller, weil so viele Gegner sind. Aber er hier, es ist ja überhaupt kein Problem. So, jetzt geht's in Lord Yabu Yabus Bauch. Da muss man eigentlich nur drauf aufpassen, dass man von dem Oktopus hier keine aufs Maul bekommt. Und ansonsten geht das eigentlich alles voll gut klar. So. Zack. Zack. Weg damit. Ich bin schon so gespannt, was in den anderen Prüfungen auf uns warten wird. Also, man weiß ja, was für Gegner noch kommen in der Zukunft, ne? Und ich weiß auch, dass es hier wahrscheinlich ein paar Custom-Gegner gibt. Das wird auch sehr interessant werden. Ja, also, ich bin wirklich gespannt, wie wir diese meistern werden. Ohne viel Schaden zu kassieren. Ich bin sehr gespannt. Okay. Aber ich bin wirklich guter Dinge, dass das jetzt unser Run wird, mit dem wir diese Prüfung hier abschließen. Und dann ordentlich Cash kassieren. So. Weil bis jetzt beste Runde, mittlerer Schwierigkeitsgrad und wir haben noch 4,5 Herzen. Das kann eigentlich nur gut werden. Und ich darf anvisieren. Schild ist nicht so wichtig. Das ist wirklich eine angenehme Strafe. Und ich freue mich, wie gesagt, auch über eure Strafen, die ihr euch noch ausdenken werdet. Wie gesagt, euch ist da keine Grenzen gesetzt. Es muss halt wirklich nur am besten was mit dem Spiel zu tun haben. Was ich gut umsetzen kann. Und dann haut das einfach raus, die Strafen. Ich freue mich da über jedes Kommentar, was eingeht. Da einfach auf meine Website gehen und da was Schönes hinterlassen, ne? Wie gesagt. So, warum haben wir gerade ein bisschen Frame-Einbrüche? Man weiß es nicht. So. Shit. Ja, den muss man halt einfach nur im richtigen Moment treffen, dann ist das eigentlich auch kein Gegner, ne? So. Und da sind wir auch schon im nächsten Abschnitt. Ey, das läuft gut. Heute werden wir es wuppen, Leute. Und wir kriegen ordentlich Kohle. So viel Geld hat man noch nie. Und das Gute ist, wir können uns ja dann auch nochmal Geld von dem Typen abholen, der quasi die Monster zählt, sag ich mal. So, erstmal den Oktopus wegmachen. So, und jetzt die Raben. Nein, 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 da kam noch einer. Oh Gott, den dritten hatte ich nicht gesehen. Da war es jetzt auch halt ein Nachteil, dass ich nicht abwehren konnte. Ich glaube, sonst hätte ich es noch abwehren können. Ah. So, waren wir hier schon mal? Ja, 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 das hat man noch gemacht, ne? Ich glaube, im nächsten Run sind wir dann, im nächsten Bereich sind wir dann gestorben. So, das läuft. Ach nee, das war jetzt hier der Geist, genau. Ba, 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 ba. So, kein Stress machen. Alle Zeit der Welt. Na, 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 na. Na. Ah, 5 Rubine, wunderbar. Ey, das läuft, Leute, das läuft. 72 Rubine schon, da können wir richtig schön Cash ausgeben. So, der auch weg. Was gibt der? Ein Rubin, naja, immerhin. So, nee, das hatten wir auch noch, stimmt. Ich erinnere mich. Ah, bin ich nicht ausgewichen. Mann, das war aber auch schon wieder so ein Leichtsinnigkeitsfehler. Das hätte nicht sein müssen. Na gut. Alles noch offen. Alles noch offen.
Ah, ich erinnere mich jetzt schon an die letzte Runde. Die wird richtig eklig werden. Ohne Schild. Weil da brauchst du wirklich eigentlich ein Schild. So, ich glaube, hier sind wir gestorben beim letzten Mal, ne? Muss halt auch nicht sein, der Treffer. War auch schon wieder so schlecht. Okay, wir sind bei 84 Rubinen. Und wieder bei einigen Geistern. Huch, was ist er denn? Das hatte ich ja noch nie. LOL. Hä, das ist doch bestimmt einfach so ein Glücksding, oder? Das hatte ich noch nie. Da gibt es bestimmt eine geringe Chance, dass der spawnt oder so. Wahnsinn, Alter. Wattenlack. So, jetzt darf ich nicht mehr sterben. Wenn ich sterbe... Wenn ich sterbe, dann... Und dann so... Rubine sinnlos ausgeben. Dann kann ich erstmal ein halbes Jahr dastehen mit meinen Dekonüssen und die auf den Boden werfen. Das wäre halt echt mies. By the way, habe ich noch gar nicht erklärt. Steht aber so in der Beschreibung auf meiner Website für die Regeln. Sollte ich eine Prüfung komplett abschließen, also beenden ohne zu sterben, dann wird das Handicap vom Rad des Todes quasi gecancelt. Dann sind wir da wieder auf Null. Okay, jetzt kommen Zombies, ne? Jo. Geil. Die Zombies sehen da übrigens auch ein bisschen anders aus. Wie ihr sicherlich gerade mitbekommen habt, ne? Die sind ein bisschen... rustikaler, keine Ahnung. Sehen auf jeden Fall anders aus. Okay, so weit waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das läuft gut. So, da oben haben wir eine Krähe, die fliegt gegen die Decke. Wahnsinn. Das nenne ich KI. Alter, das Geld. Wir haben so viel Geld. Wir können so shoppen gehen nachher. Das ist ja der Wahnsinn. Insofern ich keine blöde Strafe erhalte. Okay. So, den stunne ich mal ganz kurz. Und mache erstmal kurz den hier weg. Mein Freund. Ich habe ein Maximum von 300 Rubinen erreicht. No! Jetzt geht alles ins Leere. Ja, das ist jetzt doof. Aber ich glaube, das ist jetzt die letzte Runde. Okay, genau. Gegen die Riesenananas. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen doof. Ja, da kommt es ein bisschen auf den Winkel an. Ich darf halt nicht blocken. Mit blocken wäre es relativ easy. Komm schon. Jo, wir haben sie. Wir haben sie. Das war der letzte, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben die erste Prüfung abgeschlossen. Ah, ist das schön. Das heißt erstmal für mich, das hier. Ich darf das Rad des Todes auf keine Strafe zurücksetzen. Sehr geil. Und damit haben wir den ersten Abschnitt abgeschlossen. Jetzt kommt auch richtig schöne Musik. Hört mal auf die Musik, ey. Und wer erinnert sich an diesen Opal, Leute? Wer erinnert sich an den? Smaragd. Entschuldigung, ist ein Smaragd. Ja, keine Ahnung. In the rentless stream of time, our exist is fleeting gift. Also, das ist wir kriegen irgendein Geschenk. Das ist jetzt halt sehr hochtrabendes Gerede, was nicht meine Stärke ist, das zu übersetzen. Dementsprechend, sorry dafür. Genau, wir haben die Monster getötet, die waren aber quasi, das waren Gegner, die wir als Kind besiegt hatten. Und jetzt dürfen wir den Stein des Lebens als Beweis für unsere Stärke nehmen. Kokiri-Smaragd als Stein des Lebens, leicht abgeändert.
mit einer wunderschönen Ballade im Hintergrund. You got us down of life. It's the proof of our strength. Of your strength. You complete the shy trial. Wir haben den ersten Trial abgeschlossen. Wir werden uns wiedersehen. Viel Glück bei den weiteren Kämpfen. Jo Leute, wir haben es geschafft. Aber keine Sorge, wir werden auf jeden Fall auch diesen Abschnitt wiedersehen. Denn es gibt dann die Mechanik, dass wir in solchen Abschnitten nochmal rein müssen. Und das auf Zeit machen müssen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir in unserer Truhe haben. Oh Leute, das ist ja der Wahnsinn. So, your magic level has increased. Ja, wir haben jetzt Magie. Das heißt, wir können jetzt unsere Wirbelattacke aufladen und haben Magie für spätere Angriffe. Na, also wir können jetzt den hier machen. Sehr schön. Ja. Sieht auch mega cool aus, ey. Okay, wir haben die erste Prüfung abgeschlossen. Ich bin sehr zufrieden mit uns. Wir haben jetzt auch keine Strafe mehr. Wir haben 300 Rubine, weil wir einfach unglaubliches Glück hatten mit diesem komischen Deku-Typ da. Ich glaube, das passiert nicht so häufig, oder? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich war gerade mega überrascht, dass der Typ da ist. So, was gibt's denn Neues? Wir haben ihn verpasst. Genau, das ist jetzt dieser Typ. Ich glaube, ich habe ihn oberhalb gesehen, auf dem Floor. Genau, das ist jetzt dieser Typ nämlich, der mit uns ein Zeitrennen in der Prüfung machen möchte. Dann. Ah, den haben wir noch nicht gesehen. Das habe ich nicht mit euch gemacht. Rechts in dem Raum, da war einer, der hat die ganze Zeit geschlafen. Und der ist jetzt tot. Und... Ah ja, okay, da war wahrscheinlich einer, der war die ganze Zeit bei ihm. Oder halt, vielleicht habe ich das falsch übersetzt. Vielleicht hat er geschlafen, als wäre er tot. Ich glaube, das war es eher. Sorry für die schlechte Übersetzung. Auf jeden Fall ist er jetzt zum Armory Shop gegangen. Und dort können wir jetzt shoppen gehen. So. Die krasse Übersetzung, ey. Now that Botcher's Armory Shop is in business. Chrome is heating over. He used the guard around the Shy Trial and would speak endless about magic. He's always quite like that stuff. Okay. Also noch irgendeinen Shop? Okay, ein Gerudo namens Dara ist im Traininggarten. Und sie kann irgendwie mit uns kämpfen oder ist interessiert an Kämpfen, ne? Damit können wir vielleicht Kampferfahrungen austauschen und sowas. Okay, das war's erstmal. Sorry für meine schlechte Übersetzung, für mein schlechtes Englisch. Ihr könnt mich da gerne auch nochmal in den Kommentaren korrigieren, aber ich möchte euch jetzt auch nicht endlos mit den Übersetzungen nerven. Deswegen, falls ihr merkt, ich übersetze irgendwas falsch, dann gerne nochmal darauf hinweisen in den Kommentaren. So Leute, ich würde sagen, in den letzten Minuten werden wir jetzt nochmal schön unser Geld ausgeben. 300 Rubine und wir haben keine Einflüsse, ne, dass wir irgendwas ausgeben müssen. Dass wir irgendwas sinnlos ausgeben müssen. So, der hier müsste jetzt, glaube ich, neu offen haben. Und ich glaube, da werde ich auch ein bisschen was kaufen. So, Butcher's Armory Shop. Welcome. So, talk to the owner. Memory is playing tricks on me. Okay. Haben wir uns schon mal in der Vergangenheit getroffen? Meine Erinnerung spielt mir Streiche. So, wir haben hier zum Beispiel so eine Art Auge der Wahrheit. Uses to look through it. Mysterious things are hidden everywhere. Ja, also damit kann man versteckte Dinge aufspüren. Dann haben wir hier den Megaton Hammer. 50 Rupees. Ich glaube, den werde ich mir gönnen, weil der ist geil. Der ist richtig geil, weil der macht ja diesen Erdbeben-Effekt, sage ich mal. Und dadurch sind viele Gegner schon getriggert und fallen einfach um oder etc. sterben instant. Der Hammer ist, glaube ich, ein super Ding. Dann haben wir hier einen Warp-Effekt. Damit können wir halt jederzeit eine Prüfung verlassen. Denke ich zumindest.
Weiß halt nicht, ob das für mich jetzt einen Mehrwert hat. Ich glaube, ich werde nämlich eine Prüfung niemals abbrechen, weil wir eben dieses Format hier spielen. Dann haben wir den Clown-Shot für 50 Rubine. Magic Potion. Potion. Ja, damit können wir nochmal unsere Magie weiter erhöhen. Und hier haben wir halt nochmal so richtig krasse Waffen, ne? Ich glaube, das sind auch so Zweihänderschwerter und so. Kann ich mir aber aktuell ja alles nicht kaufen, weil ich noch gar keine 500 Rubine tragen kann. Ich glaube, das hier werden sowieso Special-Varianten sein, die irgendwann mal billiger werden. Müssen wir mal gucken, wann die kaufbar sind. Auf jeden Fall der Hammer. Der Hammer ist es auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken, was wir brauchen, um in den nächsten Trial reinzukommen. Denn da gibt es manchmal so Voraussetzungen. Dementsprechend, wir haben jetzt erstmal den Hammer gekauft. Mega gut. Freue ich mich. Der ersetzt auch so ein bisschen die Dekonüsse. Ba, 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 ba. Okay, was haben wir denn hier noch? Ist hier jetzt auch jemand da? Adels Potion Shop. Ne, hier ist noch keiner. Nö. So, jetzt ist halt die Frage, ist da jemand gestorben? Oder hat der geschlafen, als ob er tot war? Das hätte ich mir vielleicht nochmal genauer durchlesen müssen. Naja. Herzcontainer würde ich mir, glaube ich, auch nochmal kaufen. Aber ich würde sagen, Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin ja sowieso aktuell ein bisschen am Vorproduzieren für den Urlaub. Genau. Da darf ich nicht ganz so lange Folgen machen. Tut mir leid. Gut, im nächsten Part machen wir dann weiter mit der Shopping-Tour und dann schauen wir uns hier auch mal im Schloss richtig um. Da zeige ich euch mal jede Ecke. Und dann geht's vielleicht auch schon in die nächste Prüfung rein. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu The Legend of Zelda The Ultimate Trial. Tschüssi.